Die nächste komplette Auswärtseskalation. Boah, schöner Ball. Undav. Boah, Zetterer. Haut Zetterer das Ding ins Gesicht. Ein geiler Ball hinter die Abwehr. Oder an der Abwehr vorbei, wie auch immer. Bah, schade. Schade. Direkt die erste gute Chance. Oh, fucking hell. Na, Elfmeter Bremen. Elfmeter Bremen. Oh, das sah aber auch sehr, sehr klar aus. Faul an Agu. Das zu der Frage im Chat gerade, was passiert hier so im Spiel? Bremen holt einen Elfer raus. Ja, gut, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Es war wirklich ein sehr, sehr starker Ball auf Agu. Dann geht er jeweilig nur in den Mann rein. Jetzt gar nicht böse, aber hält ihn halt komplett vom Schuss ab. Ganz, ganz klarer Elfmeter. Ja. Ganz klarer Elfer. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Gelbe Karte noch oben drauf. Ja. Historisch ist Bremen einfach schwierig für uns. Aber ey. Ist ja nicht so, als hätte man nie irgendwelche Spiele gedreht, ne? Gelb für Leveling. Der hat den Elfer ja verschuldet quasi. Ja, wir spielen jetzt keinen überragenden Fußball so, aber. Oder kein besonderes Spiel heute oder so im Vergleich zu anderen Wochen, aber jetzt auch kein schlechtes Spiel von uns bisher. Haben die zwei mit zwei größeren Chancen. War nicht groß, aber größer als das, was Bremen hatte. Jetzt hat er eine absolute Weltball hier gerade auf Agu vorne rein. Wirklich ein Top-Ball. Leveling fällt ihn. Und jetzt kommt mein Statistikerhirn raus. Bremen hat die Saison nach Führung noch kein Spiel verloren. Jetzt kommt mein Statistikerhirn raus. Aber erstmal Duxch. Oh, der hat die Ecke. Er hat die Ecke sogar. Und jetzt trifft der Duxch. Jetzt trifft der Duxch. Oh. Aber wie gesagt, das ist eine Saison, wo ich mir jetzt nicht in die Hosen mache, dass das Spiel vorbei ist. Ich meine, warum auch? Aber natürlich nicht so geil hinten zu liegen. Wie gesagt, auch darauf muss kein Mensch was geben, aber Bremen hat bisher noch kein Spiel verloren nach Führung. Können wir es positiv drehen? Wir werden die Ersten sein heute. Komm, drehen wir es halt positiv. Marvin Duxch und Nübel hat die Ecke sogar, Mann. Boah, der war halt zu stark geschossen. Der war zu hart geschossen, zu stark, zu viel Tempo. Sonst hatten Nübel vielleicht sogar. Schade. 1-0 hinten in Bremen. 1-0 hinten in Bremen. Aber ey, 30. Das sind doch 60 Minuten plus. Weitermachen einfach. Auch wieder was Neues, ne? Letzten Spiele kein Tor kassiert. Dass jetzt wieder ein absoluter Reifetest jetzt kommt. Das jetzt wieder ein absoluter Reifetest. Denn der Sieg war auf jeden Fall zu Hause. Das heißt, wir haben einfach noch kein fucking Spiel gewonnen. An einem Sonntag. Auswärts. Auch kein gutes Omen. Auch ein ja, statistisch nicht zu vernachlässigendes schlechtes Omen. Ohne Tor steht's 0-0. Bis was Großes auf der Spur. Ich weiß. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Bremen hat ja keine ernstzunehmende Chance. Auch der Schuss hier ist ja 2 Meter daneben. Da hatten wir was Näheres mit Undav zum Beispiel. Oder dem Freistoß, den er noch rauslenken musste. Abgefälschte. Wäre der Elfmeter nicht, wären wir näher dran an der Führung. Das möchte ich damit sagen. Schöne Idee aber. Mittelstädt, Flanke. Undav! Darf ich nochmal sagen, dass wir ohne diesen Elfmeter näher an der Führung sind oder an dem Tor sind als Bremen? Girassi, geil, geile Flanke von Mittelstädt. Undav macht auch quasi alles richtig. Kopfball an die Unterlatte. Und das Ding klatscht dann vor der Linie nochmal raus. Das ist einfach Pech. Das ist wie dieser Brandkopfball bei Atletico. Macht eigentlich quasi absolut alles richtig. Und dann ist die Latte dazwischen. Dann wolltest du Fußballgott in dem Moment nicht haben. Schade. Das wäre das 1-1 für Leipzig gewesen. Schade, schade, schade. Aber ey, seit dem Bremen-Tor
macht der VfB ein bisschen mehr Druck. Das gerade als Paradebeispiel für eine Top-Chance nochmal vor der Halbzeit. 0,93 zu 0,63 Expected Goals. Man hätte auch sagen muss, ich glaube, Elfmeter sind 0,77. Ne? Also von dem her, noch bin ich sehr entspannt, was das angeht. Darf natürlich nicht zu lange dauern. Ne? Diese Phase von, wir sind dran, die Ideen sind da, nur das Tor fehlt. Wenn das natürlich 90 Minuten lang andauert, dann schießt du kein Tor. So, Captain Obvious. Aber die Ansätze sind da. Kopfball Undav, Chance Undav direkt am Anfang. Ja, klingt doof, aber ohne dieses Foul und diesen einen geilen Ball und den Elfmeter steht es hier 0-0. Von dem her, noch bin ich entspannt. Stuttgart International, ich weiß gar nicht, ob ihr es seht. Ich glaube, so schon. Schönes Teil. Und ich meine, selbst, sag es mal so, selbst wenn wir heute verlieren sollten, was ich auch nicht glaube, aber selbst wenn, wir spielen trotzdem international und trotzdem Champions League. Auch das sage ich so ganz offensiv. Selbst wenn wir heute verlieren, holen wir genug Punkte, um Champions League zu spielen. Das Spiel ist aber lange nicht vorbei. Also wie gesagt, mir ist das wieder teils ein bisschen zu negativ. Hat ja teilweise natürlich das Wesen von keine Ahnung, Online-Plattformen, Social-Media-Plattformen an sich, die Negativität. Aber ich sehe keinen Grund dafür. Bisschen mehr Druck noch, da gehe ich mit. Ein bisschen mehr Druck noch, ein bisschen gieriger noch. Das war gegen Frankfurt alles schon ein bisschen gieriger. Dazu aber auch das Ganze drumherum auch anders. Das darf keine Ausrede sein. Aber zu Hause gegen Frankfurt, erste 15, zack, 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 Vollgas. Was anderes, wenn du auswärts spielst, so vom Ding her. Also da erwarte ich schon in Heimspielen generell ein bisschen mehr Druck als in Auswärtsspielen. So vom ganzen Ambiente her, sag ich mal, von der ganzen Atmosphäre her. Aber die Chancen waren da. Ein Undav trägt am Anfang, Undav Ende der Halbzeit mit dem Kopfball, wo er einfach nur Pech hat, nichts anderes. Noch genug Chancen da heute. Da, Leveling! So ein 0815-Abschluss. So ein 0815-Abschluss von Leveling. So ein 0815-Abschluss. Und so wie sich Gerassi aufregt, hätte er den Ball sogar rüberlegen können, noch Leveling. Oder aufgeregt haben soll. Aber egal, die erste gute Chance direkt. 48. direkt die erste gute Chance. Warum nicht? Ja, genau deswegen. Ist das jetzt so ein Spiel? Ist das jetzt genau so ein Spiel? Ist das genau so ein Spiel? Also von dem Spielverlauf her könnte das ja dermaßen genau so ein Spiel werden. Du hast wirklich eine Minute vor dem Tor eine Riesenchance, Leveling. Hast eine Minute vor der Halbzeit eine Riesenchance, Undav. Bist zu doof, das zu machen, hast Pech mit der Latte. Und direkt im Gegenzug zu der Riesenchance macht's halt Bremen. Trifft halt einen Duxch. Doppelpack Duxch. Der seit Wochen nur in der Kritik steht. Sich gefühlt mit seinen eigenen Fans beeft. Ist das genau so ein Spiel? Also vom Spielverlauf her ist das genauso ein Spiel, wo du am Ende eigentlich rausläufst und gar nicht genau weißt, warum haben wir das jetzt hier 2-0 verloren? Rein von den Chancen her, Spielanteilen her. Das hart. Jetzt müssen wir ja so ganz offen und ehrlich sagen, mein Statistiker-Thema von wegen, ne, Bremen noch nie ein Spiel verloren nach eigener Führung. Hier ist maximal ein Punkt drin, stand jetzt. Hier ist maximal ein Punkt drin, stand jetzt. Ich mache das Spiel auch nicht zu, ne? Wir haben jetzt 50. Minute, ich mache das Spiel noch lange nicht zu. Aber so vom Ding her weiß ich schon gerade, warum ich seit Wochen in irgendwelchen Tabellenrechnern und sowas, um realistisch zu rechnen, sage, dass es in Bremen eklig wird und wir da vielleicht nur einen Punkt, uns nur mit einem Punkt begnügen sollten. Rein historisch. Und das bestätigt sich gerade in dem Spiel bisher. Das ist genau diese Sorte von ekligem Spielverlauf,
durch die du eben auch dann oben mal Punkte verlierst oder Spiele verlierst, im schlechtesten Fall. Hast selber Chancen, kann selber Tore machen, direkt im Gegenzug macht Bremen dann sein Tor. Das ist genau die Form von Spielverlauf gerade, die Bremen reinläuft und uns überhaupt nicht. Wenn das heute schief geht, du jetzt mal in Bremen verlierst. Über was reden wir hier, Alter? Über was reden wir hier? Nach dem Motto quasi, ja, sowas hat Platz 2 nicht verdient. Ja, schön. Dann werd mal Dritter. Also über was reden wir hier? Vom Jahr saßen wir hier noch mit was weiß ich was, mit jeder Punkt ist wichtig, jedes Tor ist wichtig, der Angriff ist wichtig. Und jetzt, ja, dieses Meckern auf sehr hohem Niveau. Natürlich, es wird mich auch nerven, wenn du hier verlierst, weil es nicht nötig ist und sowas und du wieder alle dann irgendwie oder ein paar Clubs rankommen lässt und wie auch immer. Aber es muss auch mal, man muss sich auch mal ein paar Sätze oder ein paar Gefühlslagen zum VfB auch mal nochmal zweimal, dreimal durchlesen. Ich glaube, spätestens beim zweiten Mal, dritten Mal durchlesen von so Sätzen, wie so eine Mannschaft hat, sowas hat dann Platz 2 nicht verdient, mal so als Beispiel. Oder was spielen die hier zusammen und sowas. Ich glaube, spätestens beim zweiten, dritten Mal kommt mir zumindest das Grinsen, weil von was reden wir hier gerade? Von was reden wir gerade? Sind wir gerade Köln oder sind wir gerade der VfB auf Platz 3? Also, man da muss auch seine Ansprüche nicht irgendwie runterfahren, ist auch in Ordnung. Man darf auch jetzt andere Ansprüche haben, wenn man das so will. Aber es schießt mir manchmal echt einfach zu drüber oder zu unnötig negativ. Woltemade spielt ja so ein Bewerbungsvideo. Woltemade spielt hier so ein dermaßenes Bewerbungsvideo runter. Das ist ja sowas von krank. Ich habe von dem noch nicht eine Scheißaktion gesehen heute von Woltemade. Und kriegen nächste Woche so aus, mal, wenn wir so spielen. Ich möchte erinnern an die zwei bedeutenden Phasen des VfB, an die zwei großen Downfalls. Ich möchte erinnern an Hoffenheim verloren, Heidenheim verloren. Oh Gott, jetzt geht's los. Danach Dortmund zu Hause dominiert mit 2-1. Also spielerisch, 2-1 natürlich knapp das Ergebnis, aber spielerisch. Ich möchte erinnern an Rückrunde. Oh Gott, Gladbach. Oh Gott, Bochum. Jetzt geht es los. Leipzig 5-2 weggefegt. Also bitte, bitte, bisschen die Kirche im Dorf lassen, wirklich. Und dazu ja auch, wir fahren nächste Woche nicht nach Darmstadt. Wir fahren nächste Woche nach Leverkusen. Ich glaube, nach Leverkusen darfst du gerade sowieso nicht fahren und erwarten, dass du 0 zu 3 gewinnst. Deswegen, alles Zählbare in Leverkusen wäre sehr geil. Das ja dazu, wir haben es ja vorm Spiel auch schon gesagt. Der fünfte Platz ist quasi sicher für Deutschland. Und selbst wenn nicht, geht es da eher um Dortmund und Leipzig auf Platz 5, vor allem um Dortmund. Also, keine Ahnung. Also, ich. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Haut der Fallrückzieher raus. Weißt du, das ist aber auch wieder so ein Spiel heute. Das ist halt auch wieder so ein Spiel heute. So ein Ding. Also, das ist aber auch ein Spielverlauf und eine Form von Spiel. Das passiert Bremen die nächsten Wochen wahrscheinlich auch nicht nochmal so. Wie gesagt, ich gönne Bremen alles, so doof gesagt, also vom Traditionsverein-Ding her. Bremen, da soll drin bleiben alles, ne? Aber vom Spielverlauf her, was alles passiert, würde mich gar nichts mehr wundern heute. Wenn die noch zweimal vors Tor kommen und 4-0 gewinnen, würde mich gar nichts wundern. Das ist genau so ein ekliges Spiel heute. Genau so ein ekliges Spiel, so ein Spielverlauf. Und ey, wir haben 64 Minuten gespielt, ne? Ich weiß, ich bin gerade auch nicht 100% positiv, einfach weil das Spiel gerade, man entwickelt so ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl von dem Spiel ist nicht geil. Aber wir haben gerade die 64. Minute, ne? Wir haben gerade nicht 90 plus 4. Es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit. Ja, und selbst das ja nicht. Wie gesagt, wenn dieser fünfte Platz wirklich, wenn der fünfte Platz Champions League ist, dann spielen wir Champions League. Wir können nicht mehr auf Platz 6 runterrutschen. Das geht rechnerisch gar nicht mehr. Ah, sag mal! Wie der Keeper da ins Gesicht geht!
wie er Schiller da trifft, also come on! Dann hebt man auch noch hoch, also klare gelbe Karte für den Bremer. Provoziert ganz klar. Der trifft ja nur Schiller. Ja, natürlich wird die gesteckt. Da ist ja nur Faust im Gesicht. Nichts anderes, da ist nur Faust im Gesicht. Ach so! Klar. Mir doch egal, ob es zum Ball geht. Da wird es auch jedem Spieler auf dem Platz aufs Maul geben, nur wenn ich wieder währenddessen noch zum Ball gehe oder was. Geile Argumentation. Und das Tolle da hinten ist auf einmal ein Privileg oder was? Mittelstädt-Flanke. Abgefälscht. Eckball. Ja, die Jungs machen wieder was. Die Jungs wollen wieder was. Mit ein bisschen mehr Glück kriegst du da vielleicht einen Elfer hier. Also. Die reden es sehr runter, die Zone-Kommentatoren, aber gut. Es ist auch kein hundertprozentiger Elfmeter, ne? Versteht mich nicht falsch. Es ist kein Muss-Elfmeter, aber über den kann man reden. Ah, führe ich leider direkt zentral auf den Keeper. Hätten vielleicht auch nochmal stoppen können. Der hatte richtig viel Zeit. Den muss er gar nicht so schwierig Volley nehmen, finde ich. Aber wieder ein Abschluss, wieder eine Aktion nach vorne, ne? Mal wieder ein bisschen was ins Laufen kriegen. Schöner Ball. Schönen Ball runtergenommen. Geht vorbei. Jetzt hat man eine gescheite Idee. Ja, Mann! So nämlich! Weiter jetzt! Weiter jetzt! Reingewürgt, die scheiß Murmel! Komplett reingewurmt! Reingemurmelt! Reingewurmt, perfekt. Undav! Undav! Der muss auch schon bei Gerassi eigentlich reingehen. Der absolute Pechaktion, wenn der Ball da rumgerollt ist. Und dann wirkt er ihn rein. 2-1, Dennis Undav. Guck. 20 Minuten plus haben wir noch. Führe ich vorbei. Bockstarke Aktion. In die Mitte. Gerassi hat Pech, dass er einen Bremer trifft. Die verkacken es alle. Kein Foul dabei, kein Nix. Reingestochert gegen Zetterer. 2-1. Weiter, Jungs. Ecke Bremen. Scharf aufs Tor. Haben wir geholt, das Ding. Silas. Ja, jetzt Konter, komm. Bewegt euch. Fast sogar Überzahl. Jetzt spielt das Ding sauber aus. Ja, bisschen versprungen. Klappt noch. Führe ich. Hoffentlich kein Abseits. In die Mitte. Was ein Quatschabschluss. Leider deutlich vorbei, das Ding. Ah, das war ein geiler Konter. Boah, Gerassi war der Schuss sogar. Boah. Okay. Der war unerwartet schlecht, der Schuss von Gerassi. Muss man mal ganz klar sagen. Stenzel. Fernschuss, Stenzel! Kalle wollte mal. Die nächste gute Chance, Mann. War natürlich deutlich vorbei am Ende des Tages, aber ey. Nehmen wir mit als gute Chancen hier. Nicht da durchzukombinieren ist halt so schwer, ne? Du musst den ein oder anderen Weltball wieder rauskombinieren, um da durchzukommen durch das Bollwerk. Was ja auch an der Stelle nicht verwerflich ist. Wenn wir in der Situation von Bremen wären, hätten wir jetzt auch ein Bollwerk hinten drin. Ja, Undav? Elfmeter! Sag mal! Abseits! Fuck. Aber es kann echt Abseits gewesen sein. Das kann sehr, sehr gut Abseits gewesen sein. Nochmal angucken. Undav kann brutal guten Abseits gestanden haben. Kein Abseits. Ah. Das ist kein Abseits. Also, das ist kein Abseits. Und wenn es kein Abseits ist, dann ist es Elfmeter. Also bitte, wo soll das eine enge Entscheidung sein?
Wie, wo soll das eine enge Entscheidung sein? Zitat vom Kommentator. Das ist kein Abseits von UNDAF. Und wenn es kein Abseits ist, dann ist es ein Elfmeter. Hier, zack, Linie hoch, das ist kein Abseits. Boah, da ist knapp. Okay. UNDAF auf Gerassi ist assi eng. Ja, Elfmeter ist klar. Die Frage ist nur, ob es Abseits war. Boah, das Ding von UNDAF auf Gerassi ist ja sakrisch eng. Also das Ding von UNDAF auf Gerassi ist sau eng, aber es sah auch nicht nach Abseits aus eigentlich, auf den ersten Blick. Jetzt kann ich sag's, ich könnte jetzt theoretisch nochmal 5 Minuten aufs Klo gehen, weil so lange wird's dauern. So lang wird's dauern. Ich kann nochmal eine halbe Stunde mich aufs Klo setzen. So lange brauchen die jetzt, um das zu gucken. Ob es Abseits war oder nicht. Das dauert locker 5 Minuten. Das dauert locker 5 Minuten. Das ist so saumäßig eng, das dauert locker 5 Minuten, bis sie das Abseits herausfinden. So wie wir unseren Video Assistant Referee kennen, unseren VAR kennen. Dauert das hier gleich 400 Stunden. Führig wird erklärt, um was es geht. Nämlich um Abseits. Boah, bitte, dass es kein Abseits gewesen sein. Bitte, dass es kein Abseits gewesen sein. Elfmeter wäre ja ganz klar. Frage ist jetzt Abseits. Und das ist ja das wieder Millimeter. Das sind zweimal Millimeter-Entscheidungen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich sag ja, wir sehen die 90. Minute, bevor die Entscheidung gefallen ist, gefühlt. Es wird noch so lange dauern. Das ist eine Millimeter-Entscheidung. Das sind Millimeter. Das wird dauern. Das wird doch dauern. Kannst du zurücklegen. Kannst du Kaffeepause machen, es dauert. Es war so dermaßen eng, ne? Holy fucking shit, war das knapp. Ich glaube. Abseits. Ich will das Standbild sehen. Gib mir Standbild. Gib mir Standbild. Mir ist auch kalibriert scheißegal. Mir ist kalibriert scheißegal. Ich will das TV-Bild sehen davon. Du weißt ganz genau, dass du wieder Thema Abseits verschiedene Frames benutzen kannst. Wenn du ein Bild nach hinten gehst, ist Abseits. Ein Bild nach vorne ist kein Abseits. Auch Abseits ist bei weitem keine faktische Entscheidung. Ist es einfach nicht. Ist es nicht. Dafür ist die ganze Technik nicht gut genug, damit das eine faktische Entscheidung ist. Du kannst ja den Punkt des Abspiels kannst du ja selber auswählen. Das hat nichts mit faktisch zu tun. Ich will das sehen. Ich will das Standbild sehen. Ich will das Standbild sehen mit dieser doofen Linie da hoch. Dass UNDAF oder Gerassi oder wer auch immer im Abseits war. Möchte ich bitte sehen. Und dann reden wir auch darüber, ne, Thema Schulter im Abseits, Hand im Abseits, was ja eh kein Tor erzielen darf. Ich glaube, das Ding ist noch nicht zu Ende geredet, glaube ich. Die Abseitsentscheidung ist, glaube ich, noch nicht zu Ende geredet. Glaube ich nicht dran. Das war zu knapp dafür, als dass da das Thema beendet wäre. Glaube ich nicht dran. UNDAF, stark! Aber sehr alleine unterwegs. Gerassi. Oh, meine Fresse! Springt der Balderhut wieder weg, ey. Bisher keine gute Einwechslung, der Hut. Muss ich leider sagen. Das war eigentlich gerade ein richtig, richtig geiler Ballgewinn von UNDAF eigentlich.
Da hast du deutlich zu wenig draus gemacht, leider. Ja, hier kommt dann niemand in die Flanke, aber Bremen geht jetzt hier auch nicht ganz raus. Anton nochmal, komm. Girassi! Abgefälscht! Abgefälscht! Ey, es ist so ein Pech, es ist unglaublich. Boah, der Schuss wäre gut gewesen. Ist noch dran mit der Spitze. Ja, jetzt ist vorbei. Ist das unnötig. 1,54 zu 2,11 expected goals. Und daran hänge ich direkt mein Spielfazit dran.